Ein Jahr ist es her, dass eine große Gewitterzelle unglaubliche Mengen an Niederschlag auf das kleine Örtchen Braunsbach niederprasseln ließ. Es bildete sich eine große Lawine aus Wassermassen und auch Steinen, die alles mitriss. Zum Glück gab es hier nur Verletzte. Anders sah es aber in der Stadt Simbach am Inn aus. Auch hier gab es eine Flutwelle, die Straßen, Häuser und Autos überschwemmte. Leider schafften es hier 5 Personen nicht lebend aus dem Katastrophengebiet. Vor genau einem Jahr war ich direkt nach der Katastrophe vor Ort. Ich erinnere mich noch genau, wie der Ort aussah. Überall waren Häuser zerstört, vor lauter Schlamm konnte man keine Straßen sehen und auch Autos waren komplett demoliert. Natürlich standen mein Kameramann und ich damals nicht nur tatenlos da, sondern packten auch mit an. So wie tausende Menschen. Alle halfen sich gegenseitig. Doch was hat sich ein Jahr nach der Katastrophe im Ort verändert? Man hört ja oft, dass durch die Hilfen, die ein Ort nach solchen Desastern bekommen hat, alles neuer und schöner wurde als davor. Wir treffen uns mit dem Bürgermeister und wollen fragen, was er darüber denkt. Ja, wir sind natürlich laufend dran, wieder aufzubauen. Es ist sicherlich eine gewisse Erholungsphase schon eingetreten. Wiederaufbau, die Straßen sind wieder befahrbar. Es ist natürlich unser Wichtigstes gewesen, wieder Trinkwasser zu bekommen, wieder Strom zu bekommen. Es sind einzelne Geschäftsinhaber schon wieder in ihren Lokalitäten, betreiben ihre Geschäfte wieder. Der Wiederaufbau im privaten Bereich erfolgt natürlich auch Schritt für Schritt. Viele sind schon wieder in ihren Wohnungen, in ihren Häusern. Also wir kommen natürlich Schritt für Schritt, wenn es auch kleine Schritte sind, gut voran. Es gibt sicherlich keine Schuldzuweisungen. Wir haben ja Erkenntnisse von der Universität für Bodenkultur in Wien bekommen. An diesem Tag sind also 5,3 Millionen Kubikmeter Wasser und Schlamm durch die Stadt abgeflossen, beziehungsweise die Stadt ist davon überschwemmt, überrollt worden. Die Wetterlage war folgendermaßen: Im Normalfall, wenn ein Gewitter über unserer Stadt steht, sind es 1 bis 2 Gewitterzellen. An diesem Tag waren es 50 Gewitterzellen. Die Gewitterzellen konnten durch Winde nicht weiter transportiert werden, haben immer wieder abgeregnet. Und genau das war der Kasus Knaxus, kann man sagen. Es hat so viel geregnet, dass nicht mehr möglich war, im vernünftigen Maß abzufließen. Hier in Simbach sind Fluten aber keine Seltenheit. 1899 gab es hier ein Hochwasser durch den Inn. Die letzte Flut war aber über 1 Meter höher. Soweit hier aus Simbach am Inn. Die Renovierungsarbeiten sind ziemlich fortgeschritten, aber es ist immer noch einiges zu machen. Und die Region braucht auf jeden Fall immer noch Spenden. Mein Name ist Steven Garcia für Wettercom.